Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Transferanalyse des FC St. Pauli. Dort war man ja in der vergangenen Saison nah dran am Bundesliga-Aufstieg, aber aufgrund einer schwachen Rückrunde ist man dort ja schon gescheitert. Der Negativtrend hat sich fortgesetzt, aktuell steht man auf Tabellenplatz 15 und ist mitten im Abstiegskampf. Auch deswegen hat man sich vom Trainer Timo Schulz getrennt. Sein Co-Trainer Fabian Hürzeler hat nun die Gesamtverantwortung, wurde als neuer Cheftrainer benannt, hat natürlich die erste große Aufgabe, St. Pauli in der zweiten Bundesliga zu halten. Dafür wurden schon zwei Transfers getätigt, mit Elias Saad für die Außen sowie Maurides als neuen Mittelstürmer, denn vor allen Dingen offensiv hat man extreme Qualität verloren und es nicht geschafft, diese wirklich wieder reinzuholen. Auch deswegen bin ich der klaren Meinung, dass es weiterhin neue Spieler braucht, unter anderem eben auch im Offensivbereich. Und deswegen gehen wir heute auf Shoppingtour für den FC St. Pauli. Wie gewohnt in diesem Format legen wir erstmal los mit dem Blick auf die möglichen Abgänge. Da gibt es bei St. Pauli sicherlich ein paar Kandidaten und der, der am zentralsten meiner Meinung nach ist, ist Dennis Smartsch. Der gebürtige Berliner spielt ja seit 2020 für die Hamburger, war ja erst als Pokalteute eingeplant und hatte jetzt auch in der Hinrunde mal die Chance, sich über mehrere Spiele zu zeigen. Dies hat allerdings weniger gut geklappt, denn March ist niemand, den man wahrscheinlich bei St Pauli mittelfristig als Nummer 1 sehen wird, auch weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Generell ist man ja nicht so ganz zufrieden mit der Situation im Tor. Mittlerweile ist ja auch Smarch nur noch die Nummer 3 und deswegen ist für mich hier auch ein Winterabgang alles andere als ausgeschlossen. Denn mit Vasil und Burchard hat man zwei erfahrene Lösungen, die das sicherlich erst einmal in der so machen können. Und sollte es hier ein Angebot für Dennis Smarch geben, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man das auch annehmen wird. Denn wie gesagt, sein Vertrag endet ohnehin nach der Saison. Ich denke mal, dann wird man sich auf jeden Fall trennen. Und wenn es eben jetzt eine Chance gibt, das schon vorzuziehen, auch fürs March, es eben eine gute Chance gibt, weiterzuziehen, dann wird man das sicherlich auch machen. Natürlich gibt es auch noch weitere Spiele, über die man hier diskutieren kann, für mögliche Abgänge. Allerdings muss ich sagen, sehe ich bei niemandem jetzt diesen zentralen Punkt, wo man jetzt sagen könnte, da und da ist ein Abgang wahrscheinlich. Es gibt ein paar Wacky-Kandidaten, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Blicken wir aber jetzt erstmal auf die potenziellen Neuzugänge und reden dort über Steve Breitkreuz. Denn St. Pauli hat ja zuletzt vermehrt mit Dreierkette agiert, obwohl man ja hinten drin durchaus Verletzungspech hatte. Aber war fällt ja ohnehin schon die gesamte Saison aus? In der Hinrunde hatten Medic und Nemet, die ja eigentlich als potenzielle Stammspiele eingeplant waren, beide auch mit Verletzungen zu kämpfen und Nemet auch unter anderem mit Formproblemen und deswegen ist das sicherlich so eine Position, wo Nachholbedarf besteht. Und meiner Meinung nach wäre hier auf jeden Fall Steve Breitkreuz ein sehr interessanter Kandidat, denn St. Pauli würde es gut tun, ein. Relativ großen, robusten und auch zweikampfstarken Innenverteidiger hinzuzuholen. Im besten Falle eben auch mit der Erfahrung, dass er sofort weiterhelfen kann. Und genau das alles passt eben auch einfach zu Steve Breitkreuz. Der spielt ja seit mittlerweile anderthalb Jahren für Jan Regensburg, war dort auch eigentlich die ganze Zeit gesetzt, auch am Anfang der Saison. Aber nachdem er sich im September eine Rotsperre geholt hat, hat er keine so große Rolle mehr gespielt? Hat auch danach nochmal in zwei Spielen aufgrund einer Generschütterung nicht mitwirken können, aber wenn er da mal gespielt hat, dann wirklich nur ein paar Minuten. Und das ist logischerweise nicht der Anspruch von Steve Breitkreuz. Und weil sein Vertrag nach der Saison endet, wäre hier sicherlich auch ein relativ kostengünstiger Wintertransfer möglich. Breitkreuz. Kommt vor allen Dingen über die Robustheit, ist ein sehr, sehr zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer tollen Physis, sehr, sehr aggressiv im Zweikampf und eben auch mit einem guten Kopfballspiel, wodurch er auch immer wieder bei Standards im gegnerischen Strafraum sehr gefährlich werden kann. Und wenn man eben dann in diese Innenverteidigung, die ja auch viele junge Spieler hat, noch so jemanden wie Breitkreuz hinzubekommt, kann das sicherlich sehr attraktiv sein. Die einzige Frage ist, ob das Regensburg mitmacht. Natürlich läuft sein Vertrag aus. Der Jan hätte damit eine Chance, zumindest noch eine kleine Ablöse zu kassieren. Aber rein tabellarisch gesehen sind da beide Teams sehr nah beieinander. Regensburg auf Platz 12, nur zwei Punkte vor St. Pauli. Ob man dann eben da einen Konkurrenten sozusagen helfen möchte, was den Vertrag angeht, ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist für mich Steve Breitkreuz ein super Kandidat für St. Paulis Defensive. Springen wir nun schon in die Offensivabteilung ins zentrale Mittelfeld und hier möchte ich sehr, sehr gerne über Sebastian Kerk reden. Denn wenn man sich das Mittelfeld von St. Pauli anschaut, fällt durchaus auf, dass man gute Spieler hat, die auch das schon gezeigt haben. Dass man es aber auch vor allen Dingen verpasst hat, jemanden wie Cheré wirklich gut zu ersetzen. Auch das hat man ja intern gelöst mit Lukas Daschner, der zuletzt sogar dann teilweise mal als Stürmer ausprobiert wurde, aber so richtig funktionieren tut es eben dort auch nicht. Eric Smith als Beispiel, der jetzt auch eher mal als Innenverteidiger gespielt. Matt Kohl hat noch gar nicht überzeugen können und so zieht sich auch immer mehr durchs zentrale Mittelfeld dass dort einfach auch grundsätzlich dann die Qualität so ein bisschen fehlt. Und hier finde ich, kann Sebastian Kerk St. Paulis Mittelfeld unglaublich helfen. Der Mann ist mittlerweile 28 Jahre alt, kennt sich ja in der zweiten Liga schon sehr, sehr gut aus, hat ja unter anderem dort für Freiburg, Nürnberg, Kaiserslautern, Osnabrück oder eben jetzt auch für Hannover gespielt und ist auf jeden Fall ein klarer Abgangskandidat bei Hannover denn obwohl er in der vergangenen Saison dort noch einer der besten Scorer war, spielt er unter Stefan Leitl keine große Rolle mehr, kommt meistens nur von der Bank und am Ende standen ihm auch gerade mal 8 Hinrunden Einsätze. Auch hier haben wir ein Vertragsende nach der Saison, sprich auch hier wäre der potenzielle Deal nicht allzu teuer und wie gesagt, Hannover ist bereit Sebastian Kerk abzugeben. Und dass der 28-Jährige die zweite Liga kann und die Qualität hat, Teams im Mittelfeld zu helfen, das sollte die letzten Jahre wirklich jeder auch gesehen haben. Kerk ist ja technisch sehr, sehr gut ausgebildet, ein toller Freistoßschütze, bringt mit seinem linken Fuß richtig, richtig gute Flanken und hat eben auch einen tollen Abschluss, vor allem eben auch aus der Distanz. Zudem kann er eben auch einfach das Spiel dirigieren. Er ist jemand, der super Bälle spielt, der auch die Stürmer einsetzen kann und eben auch immer wieder selber probiert, aktiv zu werden im Spiel mit dem Ball. Und das ist, denke ich mal, so ein Spielertyp, der St. Pauli auch mit seiner Erfahrung direkt weiterhelfen kann. Und hier würde ich auf jeden Fall mal anklopfen. Grundsätzlich hätten wir dann die größten Problemzonen erstmal bedeckt, aber ich habe mir so gedacht, einen schnellen, dynamischen Spieler, der die Offensive nochmal bereichern kann, ein ganz anderes Element reinbringt, das wäre schon gut und konnte diesen Namen nicht weglassen. Tangi Kulibali, weil ich einfach glaube, dass der so gut da vorne reinpassen könnte, wenn man eben jetzt auch vermehrt auf Flügelspieler setzt wie auch schon zuletzt im 3-4-3-System, wenn man so sagen möchte. Auch dort hatte man ja oftmals schon so halbe Flügelspieler mit dabei. Und dort könnte so ein Kulibali einfach unglaublich gut reinpassen. Und ich sage euch auch warum. Der 21-Jährige spielt ja seit mittlerweile mehr als drei Jahren für Stuttgart. Hatte ja vor allen Dingen auch in der ersten Bundesliga-Saison des VFBs unglaublich starke Leistungen gezeigt als großes Talent. Aktuell ist er aber, wie auch schon in der vergangenen Rückrunde, sehr, sehr weit weg davon. Er hat gerade mal in der Bundesliga einmal gespielt und das war ein ganz kurzer Joker-Einsatz. Sprich, bei Stuttgart spielt er keine Rolle mehr. Natürlich ist da die Frage, ob das unter Bruno Labadia anders werden könnte, aber es ist schon durchaus davon auszugehen, dass vor allen Dingen jetzt in der Rückrunde Kulibali ja keine bessere Perspektive beim VfB mehr bekommt. Auch weil sein Vertrag nach der Saison endet, ist natürlich damit auch ein Winterabgang möglich. Sollte man vielleicht bei Stuttgart doch noch mit ihm planen, müsste man ja auch seinen Vertrag verlängern. Dann wäre vielleicht sogar eine kostengünstige Leihe für die Rückrunde realistisch. Aber wenn man noch ein bisschen Geld zur Verfügung hat und das in in Wintertransfers stecken möchte, dann wäre hier vielleicht auch eine Verpflichtung von Tangi Kulibali möglich. Natürlich wäre es für ihn auch jetzt nicht... Perfekt von der Bundesliga in die zweiten Bundesliga zu gehen. Aber nachdem er eben jetzt die letzten, ja, schon acht, neun Monate wenig gespielt hat, ist das Thema Spielpraxis natürlich auch mit am wichtigsten. Vor allen Dingen auch für so einen jungen Spieler. Und als Linksaußen, als Tempodribbler, als extrem wertvoller Spielertyp für die Hamburger könnte das einfach richtig gut passen. Denn so jemanden hat St. Pauli nicht im Team. Kulibali ist Linksfuß, kann über beide Flügelpositionen kommen, hat doch mal als zweite Spitze agiert, hat ein unglaubliches Tempo, ist sehr beweglich, ist sehr, sehr stark am Ball und auch sehr, sehr schwer vom Ball zu trennen. Und das sind so die Fähigkeiten, die ihn einfach ausmachen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man sich mit Kerk ein Spielgestalter hinzuholt, mit Kulibali jemanden, den du ins Tempo schicken kannst, den du immer wieder suchen kannst, in die Tiefe schickst, und der eben auch mal bei Konter-Situationen extrem wertvoll sein kann, dann sehe ich schon St. Paulis Offensive mit einer ganz anderen Qualität als auch im Vergleich zur Hinrunde. Und genau das kann man auch jetzt nochmal ganz schön sehen beim Blick auf die potenzielle Aufstellung in der Rückrunde. Im Tor, wie angerissen, ist es eine schwierige Situation, weil keiner so richtig überzeugt. Smart hat es am wenigsten gezeigt, deswegen ist hier ein Abgang möglich. Ich bin der Meinung, für die Rückrunde passt das mit Vasil und Burchard, Alas dann eben als Nummer 3. In der Dreierkette ist meiner Meinung nach auf jeden Fall das Potenzial da, eine gute Abwehrreihe zu stellen, wenn man eben auch jetzt mal von Verletzungen verschont bleibt, vor allen Dingen natürlich auch bei Jakov Medic. Wir haben dann Medic als Stammspieler, Smith, der es hier auf jeden Fall sehr gut gemacht hat, den man hier auf jeden Fall durchaus auch sehen kann. Und dann eben Steve Breitkreuz. Dahinter mit Nemet, wenn er wieder fit ist und in Form kommt natürlich auch ein unglaublich interessanten Spieler für eine zweite Bundesliga. Vasili, der ja auch erst im Sommer gekommen ist. Und zudem dann noch Svigala äh, als weitere Alternative. Plus ja auch noch theoretisch Avevor und Beifuß gibt es ja auch noch. Hier haben wir dann zum Beispiel auch mit Beifuß einen weiteren potenziellen Abgang im Winter, da gab es ja auch schon mal Gerüchte, ist wieder ein bisschen ruhig um ihn geworden, deswegen mal gucken, wie man hier weiter plant. Auf links ist natürlich Pagarada gesetzt, auch wenn der Vertrag im Sommer ausläuft, wird er sicherlich im Winter noch an Bord bleiben, Ritzka ist und bleibt sein Backup. Rechte Seite hat sich ja Saliakas, der Sommerneuzugang, gut gemacht, gut entwickelt, ist hier auf jeden Fall gesetzt. Zander dahinter, auch Wiekow soll er wieder eine größere Rolle spielen. Und ab dann haben wir eben dann das Kapitel Mittelfeld-Offensivabteilung. Hier jetzt erstmal mit einer sehr, sehr offensiven Doppel-6, Doppel-8, die ich jetzt mal hingestellt habe mit Irvine und Hartl. Meiner Meinung nach zwei tolle Spieler, die auf jeden Fall spielen sollten. Und weil man ja eben da mit Dreierkette agiert und möglicherweise auch mit Smith als Zentralmann, könnte man ja die ganze Geschichte auch sehr schnell in eine Viererkette umwandeln. Smith geht mal ein paar Meter nach vorne und dann wäre ja Hartl und Irvine als Partner gar nicht mal mehr so offensiv. Natürlich aber auch mit Arimu noch die 6er Option, mit Metcalf noch einen weiteren 6er-8er und natürlich auch noch mit Bukhalfa, Jessen und rogoff weitere Alternativen, wo man vielleicht aber auch entscheiden muss, ob vielleicht bei dem einen oder anderen Winterabgang besser wäre. Offensivabteilung und die wäre natürlich dann in dem Falle komplett neu. Mit Sebastian Kerk, Tangi Koulibaly und eben dem bereits verpflichteten Maurides. Und weil ich eben nicht weiß, wie gut Maurides funktioniert, finde ich es unglaublich wichtig, sich dahinter eben auch nochmal neu aufzustellen, zu verbessern, um einfach die Qualität generell zu erhöhen. Bei Sebastian Kerk kann ich mir schon vorstellen, dass man auch eine Chance hat, wenn man wirklich ernst macht. Bei Kuli muss natürlich ein bisschen Glück mit reinspielen. Auch das ist natürlich das gewisse Risiko, weil er selbst wenig gespielt hat. Aber das im Zusammenspiel kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Mit Daschner, mit Amenjido, Egelstein, Otto Abandon noch weitere Alternativen, genauso wie Neuzugang Saad und natürlich auch noch Igor Matanovic. Kommen wir zum Fazit meiner Shoppingtour für St. Pauli. Mit Saad und Maurides wurden ja schon die ersten zwei Spieler verpflichtet für die Offensive. Meiner Meinung nach ist es damit aber noch nicht getan. Es würde auf jeden Fall weiterhin extrem eng bleiben im Abstiegskampf. Die Qualität muss weiter erhöht werden. Deswegen habe ich mich auch ganz bewusst in allen Mannschaftsteilen umgeschaut, die drei wichtigsten Positionen meiner Meinung nach rausgesucht und ich glaube, wenn man hier wirklich die Chance hat, Breitkreuz, Kerk und Koulibaly zu holen, würde man auf einen Schlag die Qualität in allen Mannschaftsteilen noch mal unglaublich erhöhen können. Und jetzt interessiert mich abschließend noch eure Meinung dazu. Welcher meiner Transfervorschläge gefällt euch am besten? Wen kennt ihr noch, den sich St. Pauli krallen sollte? Und dann könnt ihr mal gerne weitere Vereine für dieses Format in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, schau. Und bleibt am Ball.